Wir sind Western Girls, wir wollen Spaß haben, also machen wir hier mit. Wer wird Germany's Next Western Girl? Die 12 Finalistinnen trafen sich bei der Free auf dem Messegelände in München, um die Siegerinnen zu küren. Claudia Effenberg und Moderatorin Alexandra Polzin geben den Girls die ersten Aufgaben. Beim Cutting muss die Reiterin ein Rind aus der Herde quasi herausschneiden und es daran hindern, seinem natürlichen Herdentrieb folgend zum Rest zurückzukehren. Reiten können sie alle. Worauf es ankommt, erklärt Michelle. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Pferd, das Gefühl, wie reagiert das Rind, wie reagiert das Pferd. Und da muss man halt natürlich versuchen, drauf sitzen zu bleiben. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Und was genau beurteilt die Jury, Claudia? Wie die auf dem Pferd sitzen, wie die aussehen und mit diesen Haaren, wie die schwingen. Das ist für mich so eine optische Geschichte, dass die natürlich auch noch, dass tatsächlich alle ziemlich gut gemacht haben, überrascht mich. Die machen das ja nicht jeden Tag. Und ich muss sagen, Hut ab, also ich kann das nicht. Na, so schlecht sieht das doch nicht aus. Und wer den ganzen Tag die Western Girls beurteilt und bei den Moderationen über sie spricht, der sollte schon fest im Sattel sitzen. Wie auch Monika Dech von der Messe München. Germany's Next Western Girl macht Riesenspaß, den Mädels ja auch. Und wir hatten halt im Vorfeld dafür schon viel getan. Mit starken Partnern hat das wunderbar funktioniert. Aber auch bekannte Namen holte Organisator Peter Fiedl zum großen Showdown. Horst Rubesch, Ex-Nationalmannschaftskicker und jetzt Nachwuchstrainer beim DFB. Die beiden erklären es aus Männersicht. Wir legen also Wert auf das Gesamterscheinungsbild. Das heißt, die müssen reiten können, die müssen sich bewegen können, die müssen hübsch ausschauen. Aber es ist kein Beauty-Contest, sondern das ist wirklich ein Contest, wo viel abgefragt wird. Vor allen Dingen, was mir gefällt, ist so diese Spontanität, die sie haben auf der einen Seite und diese Normalität. Das sind also Mädels aus dem Leben, es macht einfach Spaß. Und wenn man in die Gesichter guckt, man sieht, sie haben auch Spaß. Und ich denke, das ist der entscheidende Faktor bei der Geschichte. Spaß? Na ja, bei der zweiten Prüfung geht's wild zu. Beim Bullriding eine gute Figur zu machen, schwer genug. Aber das hübsche Dutzend meistert auch diese Aufgabe mit Bravour und zähmt selbst den störrischen Bullen. Wer reiten kann, kommt auch mit dem mechanischen Tier zurecht. Schwer für die Jury, aber auch für die Western Girls. Denn unfallfrei ging es nicht ab. Es war hart, weil es super anstrengend ist. Es geht in die Beine, es geht in die Arme. Ich habe auch meinen Fingernagel ist abgebrochen. Ja, aber nicht schlimm. Aber es ist sehr hart und irgendwann, da kann man einfach nicht mehr. Spaß hat's allen gemacht und da kann man dann schon mal einen gebrochenen Fingernagel ertragen. Nun naht aber das große Finale auf der Showbühne. Aber davor machen die Girls noch einen Rundgang über die Messe, um sich einen Eindruck zu verschaffen, was es dort alles zu sehen gibt. Und damit sie gesehen werden, laden die Western Girls die Besucher zum großen Auftritt. Beim Rundgang durch die Hallen gibt es interessante Angebote rund um das Thema Freizeit und Reisen. 1500 Aussteller liefern Ideen und Anregungen für das besondere Freizeit- und Reisevergnügen. Und Claudia lässt sich auch modisch gerne vom Thema Westernreiten inspirieren. Alles rund ums Thema Wasser, viele Urlaubstipps und kleine Spielzeuge lassen die Besucherherzen höher schlagen. Doch irgendwann ist Schluss mit Staunen. Es geht los. Die Jurymitglieder haben sich schon zurückgezogen und haben sich schon ein erstes Bild gemacht, haben auch schon so ein paar Favoriten herausgepickt. Aber das heißt auch noch gar nichts. Ihr könnt alles rausreißen nochmal jetzt auf der Bühne. Jetzt geht es wirklich um Spaß, Ausstrahlung, wer macht mit. Wer ist sich nicht zu schade? Jetzt haben die 12 Western Girls aber nicht mehr ihr gewohntes Pferd unter sich, sondern die große Showbühne und vor sich die Jury. Uns erwartet ja nun ein Fotoshooting, das haben wir ja gerade gesagt bekommen, auf der Bühne, also live sozusagen vor Publikum. Ich glaube, das wird ganz schön aufregend. Hier im Rahmen der Free heute Germany's Next Western Girl, die große Wahl. Und der eine oder andere kennt diese Wahlen ja schon. Erneut heißt es, eine gute Figur abzugeben beim Fotoshooting auf den Hollister Motorbikes. Angela Windersch, sie ist 26 Jahre alt, blonde Haarfarbe, blaugrüne Augen. Also da schaut man einmal hier auf. Die Spannung steigt. Alle haben es hinter sich gebracht und jetzt muss die Jury entscheiden. Das ist schwer. Hübsch sind sie alle, reiten können sie, Spaß haben und lachen. Aber es kann nur ein Germany's Next Western Girl geben.
Fotoshooting gewonnen. Ramona darf zum Fotoshooting für Stars and Stripes und wie sagt man so schön, verdient hätte es jede. Es sind alle Mädels, die was da sind, so hübsch und alle nett und ich hätte echt nicht damit gerechnet, wirklich nicht. Ich hab's mir erträumt. Alle sind sich einig, es war ein aufregender und schöner Tag und klar ist, sie reiten wieder auf der Free 2011 und suchen Germany's Next Western Girl.